So. Also hier war jetzt irgendwo Kanalisation, so. Und da hinten ist der Baum mit dem anderen Gebiet und dem Drachen. Das heißt, das Rohr müsste irgendwo hier gewesen sein. Das heißt, ich heile mich jetzt nochmal. Dann muss ich, glaube ich, den Ring wechseln, damit ich schneller laufen kann. Ja. Roll dich. Raus, 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 raus. Komm hoch da. So. Ring wechseln. Zu dem Rostring. Genau, dir. So. Dann laufen wir jetzt da einfach durch. Dun, 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 dun. So, gucken wir uns ein bisschen um. Da, da ist er schon. Sehr gut. Hier haben wir noch ein paar Mücken. Rechts so ein komisches Feuerspuckding. Das war die falsche Taste. Jetzt haben wir die falsche Ausrüstung. Weg. Weg. Und durch da. Sind jetzt vergiftet. Aber Vergiftung ist nicht ganz so schlimm wie Tox. Und wir gehen einfach hier hin und aktivieren dich. Und es ist nicht mal auf 10 aufgestuft. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Nicht gut. Menschlichkeit. Menschlichkeit. So. Ausbildung umkehren, ja. Hatten wir nicht irgendwo ein Leuchtfeuer hier in der Nähe, was gut war? Was zur Hölle machst du mit deinem Bein? Extrem-Yoga. Okay. Entfachen, ja. So. Irgendwie haben sie wirklich beide Dark Souls-Teile in letzter Zeit komisch gepatcht, dass sehr abstruse Dinge passieren. Ich weiß auch nicht warum oder wieso oder. Ah. Na gut, also auf 15, glaube ich, konnten wir ihn nicht bringen. Ich probiere es trotzdem mal ganz kurz. Ohne das Ritual. Entfachen geht nicht wegen Ritual. Okay. Raus. Das heißt, Plan ist jetzt. Wir könnten zu einem Boss, der ist relativ nah dran. Und zwar dem sexy Spinnenboss da drin. Oh. Hallo, Mildred. Finstergeist, wilde Mildred. Oder so ähnlich. Oh, du scheinst ein Nahkämpfer. Du bist nackt. Okay. Oh oh. Könnte. Trinken. So, dich mache ich mal kurz weg. Backstabben? Nee. Du hast einen ganz schön dicken Hintern. So. Mit dir. Besiegt. Was haben wir denn da Schönes? Menschlichkeit erhalten, Seelen erhalten, noch mehr Menschlichkeit erhalten und ein Schlachtermesser. Was machst denn du Schönes? Wo zum Geier kommt ihr alle her? Weg. Hinten kommen die Nächsten. Weg. So, und der braucht eine Minute zu mir hin. Also, Ausrüstung. Du. Die normalen Streitkolben anlegen. Und dich jetzt vergleichen mit. Was ist das Ding? Der Mücke kommt immer näher. Da. Hat ein B Stärke. Ah. Ich hau jetzt mit einem Hammer auf euch ein. Das macht nicht so viel weniger Schaden. Das ist sehr frustrierend. Genau. Streitkolben 1. Vergleichen mit Schlachtermesser. Schlachtermesser, dieses riesige Schlachtermesser gehörte dem kannibalistischen, untoten Koch in den Tiefen. Es ist mehr ein Werkzeug zum Bearbeiten von lebenden Beuteopfern als eine Waffe.
Wer je dieser tödlichen Klinge gegenüberstand, weiß, wie hoffnungslos sich die Beute fühlen muss. Puh, geht so. So, und du bist jetzt 9066, 9065. Identisch. Hier ist ein besser. Kein zusätzlicher Effekt, kein gar nichts. Ja gut, dann sollten wir mal den Streitkorb wieder wechseln. So. Einmal heilen. Dann das Feuerspuckfieder töten. Und dann zum Boss. Und dann hoffe ich mal, dass ich eins der Leuchtfeuer da weit genug aufgestuft habe. Also ich glaube, wir hatten ein Leuchtfeuer vor dem Magma-Boss recht weit aufgestuft. Weil ich halt doch recht häufig, ne? zum Magma-Boss laufen musste. Lauf mal hier lang. Vergiftung, ja. Große Scherbe, sehr gut. Und ich glaube, das war das Leuchtfeuer bei der anderen Spinnenfrau. Also nicht dem Boss, den wir gleich angehen werden, sondern eine andere Spinnenfrau, dessen Handlanger ich umgebracht habe, weil ich dachte, man muss ihn umbringen, um an ihn vorbeizukommen. Weil irgendwie die Nachricht nicht auftaucht, dass ich mit ihm reden kann. Das war auch sehr doof als Paladin. Ich glaube, da fing der Weg Richtung Guinevere an. Ich bin ein Paladin des Lichts. Ich habe so viel Mist gebaut. Okay, folgen wir der großen Frau da. So ungefähr muss das gelaufen sein. Genau, euch hier lasse ich jetzt vollkommen in Ruhe. Ich will nämlich mal gucken, was der Typ sagt, wenn man ihn anspricht. Wir könnten die nackte Frau herbeirufen. Okay. Hallo, wilde Milfred. Dingensbums. So. Hast du auch richtig Dialoge und so? Aber ich hab dich doch eigentlich gerade umgebracht. Sagt nix. Hat ein Stoffdingens auf. Okay. Also mir wurde schon von mehreren Leuten gesagt, dass ich ruhig öfters die NPCs mitnehmen soll, weil dadurch deren Story-Arc vorangeführt wird. Mal gucken, was bei der wilden Milfried da passiert. Was war nicht mit ihren Augen? Warum sieht man die nicht? Man sieht ganz normale Augen. Oh. Ah stimmt, die musste man schnell töten, weil sonst kommt da zu viel Lava. Wow. Wow. Trink. Weg. Trink nochmal. Geh ran. Hauen. 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 Das ist beängstigend viel, aber. Nein, nein. Hä? Ich war gerade mitten in der Lava, ich habe fast keinen Schaden bekommen. Das ist sehr komisch. Na gut, hau mal drauf. 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 Druckwelle? Nein. Okay. Trink. Sie scheint aber nur begrenzt viel Lava spucken zu können. Also wenn sie genug gespuckt hat, die spawnt das woanders. Und der NPC macht das echt super einfach. Jetzt ist der Gegner auf ihn konzentriert oder auf sie konzentriert und wir können hier rumstacheln, wie wir wollen. Aber ja, der Hintergrundgeschichte zuliebe nehme ich die jetzt öfters mal mit. Oh.
Ja, ich glaube, ich bleib doch mal ein bisschen im Schildmodus. Gehe lieber auf Nummer sicher. Schild. Ah, weg. Eins, zwei. Oh, oh. Da kriege ich nämlich nicht schnell genug das Schild hoch. Was ist das für eine Attacke gewesen? Chaos-Hexe Twi'lak. Ah, komm, Twi'lak. Nee, ich das Schwert rausnehmen. Nicht das Schwert rausnehmen. Trink. Und die wilde Mildreitung gebracht. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Bye bye, Mildred. Danke. Und sie hat kein Wort von sich gegeben. Also vielleicht betrifft das auch nur Solaire? Weiß ja nicht. Okay. Also wir gehen weiter. Wir haben genug Seelen für zwei Stufenaufstiege. Und ich glaube, hier drin passierte jetzt auch nichts Gefährliches. Also wir können bis zum Leuchtfeuer durchgehen. Hoffe ich mal. Ja, da sollten wir nicht runterspringen. Der Schalter da hinten funktioniert nicht. Hier lang. Und der Lava-Boss. Das wird jetzt echt garstig, denke ich. So, dich können wir noch nicht benutzen, oder? Du warst ein Fahrstuhl, der aktiviert aber erst später, nachdem wir den Lava-Boss umgebracht haben. Ja. Und den Gang sind wir so oft lang gelaufen, das ist nicht feierlich. Aber jetzt bin ich echt gespannt, was der komische Typ am Boden da sagt zu uns. Oh, warte mal, ich bin falsch abgebogen? Ja, bin ich. Okay, trotzdem aktiviere ich mal das Leuchtfeuer hier. So. Ist kein bisschen aufgestuft, ist okay. Und gehe wieder zurück und suche jetzt die Spinnenfrau, weil da war das gute Leuchtfeuer. War das so versteckt gewesen? Also ich glaube, beim ersten Anlauf hatte ich das quasi instant gefunden. Hier? Da? Ja. Wie kam ich denn da drauf? Okay. So, und den jetzt nicht töten. Ja, man kann mit ihm reden. Oh, dear. What have we here? Are you a new servant? Ja, wir sind ein Fähnchen im Wind. You have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Ja, wir haben keine Eier. Danke. Jetzt geh. Und du redest jetzt? Sie redet immer noch nicht. Eid leisten? Ja. Wir folgen jetzt ihr. Pyro großer Chaosfeuerball. Menschlichkeit darbieten. Was hat das jetzt gemacht? Du hast dein Eid vertieft. Wir haben eine Menge Menschlichkeit. 23 Stück. Sie redet immer noch nicht mit uns. Okay, ich verballer mal ein bisschen Menschlichkeit. Schwupp. Und schwupp. Eine gute Frage, wie man jetzt braucht. Ich glaube, das kann man nicht irgendwo sehen. Und ich habe den Verdacht, wir kriegen nur noch mehr Pyromantie-Zeug.
was wir eh eigentlich aufstufen wollten, aber dazu müssen wir erstmal den Typen aus dem Sumpf bekommen, also den richtigen Pyromanten. So, das sollte vielleicht reichen. Halt vertieft. Mal gucken. Also im normalen Spiel kann man ja auch schon zu ihr hin, sind wir ja auch. Da hätten wir aber niemals so viel Menschlichkeit über gehabt, um das jetzt die ganze Zeit hier darzubieten. Also ich denke, mehr als 10 wäre krass. Außer es gab irgendeine Möglichkeit, an Menschlichkeit ranzukommen, die mir nicht bewusst war. Ist dann ein vertieft. Sie freut sich. Sie kriegt ganz viel Menschlichkeit. Was auch immer sie damit anfängt. Das müssten jetzt eigentlich langsam 10 gewesen sein. Ausrüstung. Wir haben auch Doppelmenschlichkeit, oder? Ja, 5 Stück. Okay. So geht's schneller. Bin jetzt neugierig, was das macht. Aber ne, gerade sowas ist im ersten Teil noch ein bisschen nervig, dass man halt nicht sagen kann, hier komm, nimm 10 Menschlichkeit. Also erstmal, dass man 10 Menschlichkeit gleichzeitig benutzen könnte, das wäre sehr praktisch. Und dass man ihr das sofort geben kann. Also nicht 20 mal drücken, sondern sagen, hier, 20 Menschlichkeit. Aber na gut. Normalerweise... Oh, und höhere Ebene erreicht. Das ist neu. Geil. Ich komme vor wie bei Scientology. Spende, 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 Spende. Du hast eine höhere Ebene erreicht. Was darf ich jetzt machen? Du darfst mehr spenden. Juhu. Jetzt darf ich noch 20 Mal drücken. Später. Ich habe keine Lust, jetzt eine Folge lang immer wieder zu drücken, dass ich dir was geben will. Ich hätte jetzt erstmal gerne das Leuchtfeuer hier. Dann würde ich gerne aufsteigen. Und zwar hätte ich gerne... Beweglichkeit hatten wir jetzt hochbekommen, damit wir den Bogen nutzen können. Das ist okay. Ausdauer. Ja, ja. Oder Fit oder mehr Umf. Ich glaube, ich gehe ein bisschen auf Lebenspunkte. So. Raus, raus. Und wir haben 20er Flaschen. Sehr gut. Okay. Das heißt, von hier aus können wir jetzt weiter aufräumen. Wir könnten theoretisch mal zu dem Lava-Dämon hingucken. Und ich glaube, der ging auch mit der richtigen Taktik. Die Taktik war ein bisschen langweilig. Wir hatten uns halt auf die hintere Plattform verzogen, haben ihn dann angeködert, er hat auf den Boden geschlagen, wir haben seine Hand angegriffen, sind dann nach hinten gegangen. Und so ging das eigentlich. Aber das gucken wir dann nächste Folge. Also bis gleich.